Oh Mann, der hat die Hure umgebracht. Ach Scheiße, Arianas Schuhe. Oh Mann, eigentlich müsste die tragen, einfach so als, keine Ahnung. Nein, nein, wir lassen das. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, dieses Mistvieh. Dieses Mistvieh. Passt das? Nee, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Ich sollte kein Modeberater werden hier. Okay, komm. Leute, übrigens. Ich weiß, wo wir hin müssen. Dieser Typ da hatte keinen Schlaganfall oder sowas, sondern der hat uns... Ja, ich zeig's mal. Ich zeig's mal gleich, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Okay, 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 okay. Der ist scheiße. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Tschüss. Nein, 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 nein. Ich will jetzt wo... Verfolgt er mich gerade? Der verfolgt mich gerade, oder? Der verfolgt mich. Oh Gott, wie kann ich ihm das erklären, dass es nur ein Außersehen war? Ich habe übrigens die Sprachausgabe jetzt auf Deutsch gestellt, weil... Ich war ein bisschen verwirrt und ich wusste nicht, wohin. Da habe ich den Zimbelmann gefragt, hey, wo muss ich hin? Und der hat mir einen kleinen Tipp gegeben. Und der hat auch gesagt, ich soll mal links an der Kathedrale vorbei, das hier aber auf Deutsch stellen. Denn dort werden wir gleich Geräusche hören, die sich im Deutschen sehr eigenartig anhören. Auch mit nacktem Finger auf angezogene Menschen zu zeigen. Du hast Handschuhe an, oder? Okay, so, links lang. Dahin müssen wir. Schubidu, Schubidu. Schab, schab, da. Gesagt, ich soll hier zuerst hingehen. So, und jetzt sollten wir gleich etwas hören, was sich sehr eigenartig anhört im Deutschen. Noch höre ich nichts. Immer noch nichts. Hallo? Sieht aber sehr, 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 sehr schön aus, dieser Ort hier. Hallo? Oh Gott, Zimbelmann. Ist das der Ort, wo du mich hinschicken wolltest? Ah, gut, dann mache ich halt das hier erstmal. Oh, ich dachte, das steigt gerade etwas aus dem Boden aus. Okay, das ist ein süßer kleiner Wuffi, ein Stachelschwein. Wuff. Was ist das denn? Das sieht aus wie... Oh, oh, oh. Du blöde Arschgeige. Ha, da, 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 da. Das ist so ein Wildschweinhund. Verdammt nochmal, was für ein gefährlicher Ort. Was, was, was? Er hat Ende gesagt. Irgendwas mit Ende. Alter, der klingt ja richtig eigenartig auf Deutsch. Jetzt schon. So, weg damit. Und jetzt dieses Viech hier. Guck mal, das sieht aus wie aus dem Horrorspielchen. Baby Blues. Ne, wie hieß das? Wo du ein Baby spielst. Das sieht genauso aus. Gruselig. So. Ja, Blutsteinscherben ohne Ende. Ich brauche aber anderes Zeug, Mann. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Hey! Hey! Ja, okay. Nimm mir das nicht übel. Nimm mir das nicht übel. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah. Da ist wieder aus dem Boden etwas gestiegen. Dieses Mist wieder. Du bist im falschen Spiel. Nur so nebenbei. Komm einfach drauf. Einfach drauf. Was soll schon passieren? Wir sind stark genug. Yes! Okay. Gut. Pass mal auf jetzt. Ich gehe noch nicht ganz durch. Da links gab es ja noch etwas. Oh, guck mal da. Da sind ja einige. Wow, gar nicht gesehen. Die sind voll getarnt. Knochenmarkmasche, irgendwas. Schön, dass wir die One-Hitten. Nein, das stimmt nicht. Es ist interessant, mal jetzt auf Deutsch zu spielen, oder? You are cursed. Ihr seid verflucht. Du bist verflucht. Hua. Einfach sterben, einfach sterben, einfach sterben. Gut, kaum Blutfiolen. So habe ich das am liebsten. Knochenmarkasche. Achso, jetzt habe ich es. Dickes Kaltblut. Und hier haben wir dickes Kaltblut und Quecksilberkugeln. Ich habe da ein bisschen Angst vor. So ein bisschen. Alter, die hört ja gar nicht auf zu schlagen. Weg damit.
Sehr gut. Dankeschön. Wohin schickst du mich, Zimmelmann? Bis jetzt hatte ich immer Probleme in diesen Gebieten, wo du mich hergeschickt hast. Aber es waren die richtigen Wege, ja. So, aber das hier ist nicht der richtige Weg vielleicht. Na, schauen wir mal. Oh, das sieht ja richtig geil aus da hinten. Boah, sieht das geil aus. Dieses Haus da drüben. Ich will da jetzt hin. Sofort. Hemwickler. Noch Straße. Ich meinte, haha. Ich habe keine Angst. Komm. Sind das die Geräusche? Also ich sag euch mal, was wir achten müssen. Hier sollten irgendwo Geräusche von alten Frauen sein, die wie Chipmunks klingen in der Deutschen. Das ist es, ne? Wieso klingen die wie Chipmunks? Was zum Teufel? Ich würde gerne wissen, wie die ein bisschen im Englischen klingen. Alter, diese crazy Omas. Aber wie krass sie inszeniert sind, ne? Das gefällt mir mega gut. Oh man, Bloodborne, unglaublich. Ich habe auch gelesen, dass es mehr verkauft hat als Battlefield Hardline, ne? Das finde ich richtig gut. Blutunterlaufender Augapfel. Okay, das können wir auch irgendwo alles... Wieso klingen die wie Chipmunks? Richtig eigenartig. Zwillingsblutsteinscherbe und da oben führt eine Leiter nicht hoch. Aber eine Treppe. Du kommst schon mal nicht in die Kathedrale. What? Wir sind des Verrückten. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Das kommt von da unten, ne? Oh Gott. Gut, anscheinend werden wir hier wieder rauskommen, würde ich sagen. Und die da schreit und... ein sehr liebevoller Ort, an den du mich geschickt hast, Herr Zimbelmann. Ein liebevoller Ort. Oh, hi. Oh, da kommt so ein Ding raus. Da kommt so ein Ding raus. Das wäre beinahe schief gegangen. Da kommt noch etwas. Ach, ein Schweinchen ist das. Oder ein Schweinehund. Oh, das hast du nicht getan. Das hast du nicht getan da oben. Weg. Ja, wir sind anscheinend viel zu stark für das Gebiet, ne? Aber ich habe nichts gegen, ehrlich gesagt. Was? Was ist los? Ich bin ein Teppich? Hat sie mich gerade Teppich beschimpft? Ach, diese Omis. Komme ich da jetzt echt immer näher zu diesem Gebäude da? Da will ich hin, da will ich hin. Oh, dich hatten wir lang nicht mehr. Das Kontern konnte ich auch mal besser, oder? So, wir haben ihn jetzt mit... Ja, super gekontert, muss ich schon sagen. Ah, komm schon, ich dachte, der gibt mir jetzt Blutfiolen, weil es sieht echt bitter aus. Komm, gib mir Blutfiolen. Elendes Mistviech. Elendes Mistviech. Mann, klingst du gefährlich. Okay, da wartet auch so ein Zwischenboss auf mich, was? Oh Mann, ich brauch Blutfiolen. Klingt das einladend, okay. Was kommt da wieder? Ich habe Angst, dass mich wieder etwas Unsichtbares greift, Mann. Wow. Alter. Das hört sich an, als würde ich Säuglinge umbringen. Ja? Oh, Krähen. Krähen, 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 Krähen. Weg damit. Okay, jetzt kommt das Mistvieh auf mich zu. Ist da eine Krähe? Der da hinten macht mir ein bisschen Angst. Und rauf da! Yes! Ruhe!
Nicht überstürzen die Situation. Auf einmal. Sehr schön. Blutviecher holen. Irgendwer? Ah, ist das der Fahrstuhl? Ich glaube, das ist der Fahrstuhl, ne? Oder was? Oh, oh, oh. Doch, das ist er, ne? Ups. Ja, okay, komm, hoch jetzt hier. Tja, wer braucht schon Blutviolen, ganz ehrlich? Sind überschätzt. Ja. Oh, da ist ein Kollege, der uns vielleicht eine droppen könnte. Wow. Vorsichtig sein, vorsichtig sein. Okay, scheiß auf dich. So. Brücke. Und da ist so ein Typ. Wo seid ihr, hat er gesagt? Hier bin ich. Richtig eigenartig, das auf Deutsch zu hören, Mann. Immer noch. Ach, der droppt nur glänzende Münzen. Hör auf damit. Hör bloß auf damit. Wow! Blutsteinscherben. Ja, ich würde sagen, adios, ne, Holly? Hört ihr das? Da dreht sich jemand. Ein alter Mann. Ah, oh, das war's mit mir. Das war's mit mir. War schön mit euch. War schön mit euch. Da kommt ein Wuffi auf mich zu, oder? Guck mal hier. Ich habe ihn hier oben gehört, den Typen. Da ist er. Dieser Penner. Ja, netter Versuch. Ich weiß nicht, was das für einer war. Aber er ist tot. Oh, da oben stampft noch jemand rum. Verdammt nochmal. Wieso gibt er mir nur glänzende Münzen? Habe ich irgendetwas, was mich heilen kann? Irgendetwas. Warte mal. Nein. Ah, Blut von Ariane. Kann ich das nehmen? Ich hab sonst nichts, ne? Oh, warte mal, kann ich das... Hä? Kann ich das öfters einsetzen? Ich kann immer wieder Blut von ihr holen. Okay, Ariane, danke. Du bist für mich gestorben. Ich werde mich für dich rächen. Ich werde mich für dich rächen. Das verspreche ich dir. Diesen Typen werden wir schon erledigen irgendwann. Danke, dass du mir jetzt ein bisschen Leben dazu gegeben hast. Ich hoffe, es wird jetzt nicht sterben. So. Alles klar. Das ist ein Gebiet, Mann. Passiert gleich was. Feuer auf mich geworfen? Nein. Lass mich doch einmal kurz die Aussicht genießen. Wir müssen ja nicht direkt hier... Hallo, das ist aber ein riesiger Hammer, den sie da tragen. What? Der hat mich erwischt? Blutviolen. Oh, danke, Hure. Falls überhaupt eine Hure war. Doch, war sie, ne? Gut. Und du da hinten bitte auch einmal sterben. Hier bin ich. Scheiße. Du bist ekelhaft. Das hat sie nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt. So. Mein schöner weißer Anzug wird ganz beschmutzt. Blutviolen. Sehr schön. Da kommen die eigentlich. Au. Au.
jetzt ist er unten, ne? So eine nervige. Nein, wir sind tot. Nein! Ich soll den ganzen scheiß Weg jetzt nochmal gehen, ja? Den ganzen verfluchten Weg. Ich bin den ganzen Weg nochmal gegangen. Nein, stimmt ja. Oh nein, bin ich dumm? Bin ich dumm? Bin ich? Ich habe ganz vergessen, was mich eigentlich umgebracht hat. Aber danke für die Erinnerung. Danke für die Erinnerung. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Süße, ganz ruhig. Übertreib's nicht, übertreib's nicht. Übertreib's nicht. Okay. So. Ja, dann gehen wir mal runter und sterben wahrscheinlich jetzt um die nächste Ecke. Oh, was stinkt hier denn hier so? Oh! Nicht die! Okay, zwei Schläge nur. Zwei Schläge, wo ist das Problem? Gott, was habt ihr hier angestellt, Mann? Komm, hüpf. Boah! Gefährlich. Zum Glück sind wir hier etwas stärker hingegangen. Ah, für mich ist alles gefährlich hier. Oh, warte, das Tor. Ah! Das machen wir doch mal schleunigst auf. Sehr schön. Zack! Oh, da stehen Omis. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Ich bin ja eine Abkürzung gegangen. Nicht dadurch. Danke. So. Da hinten. Dann lass uns die Viecher mal töten. Das sind aber ziemlich viele Viecher. Und ich hau ziemlich oft daneben. Autsch. Ah. Yes, okay, okay. Cool, 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 cool. Ja, damit. So. Nein, aus! Mann, die klingen wie Chipmunks. Man hat es am Anfang nochmal gehört. Ja, das habe ich jetzt hier nicht mit aufgenommen. So, warte mal. Sieht ein bisschen eigenartig aus, die Brücke, was? Als würde gleich etwas Schlimmes passieren. Wie zum Beispiel, wetten, da ist ein Wissen des Verrückten. See. Okay. Ja, wir brauchen unbedingt 15 Arkan. Dafür bräuchten wir so circa 90.000 Seelen. Wow! Ich dachte, es wäre ein NPC und ich schlag einfach drauf. Ich verrückter. Verrückter. So, warte mal. Da gab es doch noch einen Weg hoch, oder? Da gab es doch noch einen Weg hoch. Oder hier. Hier gab es einen Weg hoch. Lass uns mal dahin gehen. Nähern wir uns jetzt eigentlich dem Schloss da? Ich war richtig fasziniert. Da ist es! Boah, das sieht so gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ich muss schon fast kotzen vor Freude. Hey! Und auf Wiedersehen. Das ist wahrscheinlich jetzt eine Falle. Genau dann, wenn ich nicht zuschlage. Ah, doch nicht. Okay. Was passiert da? Was? Stirb jetzt endlich. Okay, pass auf, wir sind da. Wir sind da. Wartet hier jetzt auch ein Boss auf mich? Ist das eigentlich ein Nebengebiet? Wahrscheinlich, oder? Vielleicht erwartet mich auch etwas Schönes hier, wenn ich es geschafft habe. Bis jetzt waren Zombies Richtungen immer mit etwas Schönem. Mit etwas Schönem. Feind. Wir sind drin. Okay. Okay. Oh, die Hexe vom Hemweg, nicht dein Ernst. Aber sie hat... Du siehst aus wie jede andere Hexe. Ah, ich hätte wissen müssen, dass das ein blöder Bosskampf ist hier jetzt. Wo ist die Hexe? Was macht die? Ich kann nicht weg. Muss ich die erstmal besiegen, damit ich sie angreifen kann? Wo ist der andere hin?
Oh shit. Oh shit. Weg, 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 weg. Hör auf zuzusch. Ich hab nicht mal gedrückt. Was soll denn der Mist hier? Ja, ja, flip aus, flip aus. Ja, ja, hau drauf, hau drauf. Du Mistvieh. Du wirst mir auch kein Leben abziehen. So, die latscht hier irgendwo rum, ne? Die ist unsichtbar. Da ist die. Wow, jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Die Hexe von Hamwick. Krasser Scheiß, Mann. Jetzt haben wir zwei von diesen Mistviechern. So ein Sprungangriff wäre vielleicht nicht schlecht. Oder vielleicht ein bisschen Blitzpapier. Mist. Scheiße, siehst du. Ich hab sie da oben gesehen. Die war da oben. Einfach mal draufhauen. Yeah. Scheiße. Ah, da kommt der andere Typ. Ich höre sie da hinten. Rumlatschen. Ja, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, du Blödkühe. Hey, da können wir direkt Arcan skillen. Wenn wir hier fertig sind, dann haben wir bestimmt genug Seelen zusammen. Nice. Und jetzt du. Blitz sieht auf jeden Fall ziemlich sexy aus. Warte, noch eine Hexe? Oh, ich wusste, das war zu einfach. Hä? Ich höre sie hier. Was sind das für Geräusche? Wo ist die? Wow! Jetzt den töten. Scheiße. Ja, die ist aber nicht tot. Warum lügst du? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Solange mein Blitz noch da ist. Gibt's da noch irgendwie einen krasseren Trick, dass du es immer weißt, wo die ist, wie zum Beispiel da oben. Was das? Geht doch, Mann. Die Hexe von Hamwick, wir haben sie ausgeschaltet. Sehr schön. Geil, das war gut inszeniert. Das ist ein geiles Gebiet, Mann. Aber es geht noch weiter und wir haben jetzt 58.000 Seelen. Arcan, na, das ist nicht ganz, nicht ganz. Wir müssen für eine Stufe 15.000 bald ausgeben. 15, 30. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Wir müssen schon 100.000 haben. So gut wie. Hallöchen. Ist aber kein NPC, der mich töten will. Runenwerkstattwerkzeug. Ich kann jetzt Runen ausrüsten. Oh! Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das schauen wir uns doch jetzt mal genauer an. Danke, Herr Zimbelmann. So, ja. Und hinreisen. Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Wir haben neues Werkzeug. So, zeig mal her. Erstmal Waffen reparieren. Ich mach das einfach mal immer. Na, ups. Ne, hier kann ich nichts machen. Waffe verstärken. Ah, warte mal. Hier drüben vielleicht. Wo man. Warte. Carol-Rune lernen, um unheilige Stärke zu erhalten. Okay. Weiß. Erhöht die Ausdauer.
Höhere Blutfiolen-Maximalwert. Höher Kerskugel-Maxwert. Was? 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 Eine Seerune erhöht physische Schadensreduktion. Erhöht Arkan-Schadensreduktion. Blitzschaden. Erhöhte Resistenz gegen Wahnsinn. Blutechos erlangen. Oh, das ist ganz gut. Mehr Blutechos erlangen. Das finde ich gut. Ach du Scheiße. So funktioniert das also. Gegen Wahnsinn. Eingeweihter Angriff erneuern GP. Ah, setzen wir das auch ein. Warte mal, das damit, erhöhte Ausdauer ist gut. Aber das mit dem GP würde ich gerne wegmachen. Ich würde gerne... Quecksilberkugel Maximalwert. Ja, das machen wir einfach mal. Okay, habe ich die jetzt alle ausgerüstet? Habe ich sie ausgerüstet? Oder nicht? Ja, weiß ich doch nicht. Scheiße. Gut, dann warte mal, mit ihr kurz quatschen. Hallo. Willkommen daheim, guter Jäger. Ach, komm mal. Was wünscht ihr? Nun gut, die Echos sollen zu eurer Kraft werden. Lasst mich nicht... Cool. Ganz vergessen, was auf Deutsch ist. 1, 2, 3... Ah, verdammt nochmal. Hätten wir fast geschafft. So, unsere Waffe macht auch mehr Schaden gleich. Ja. Danke. Du auch. Hier haben wir noch ein paar. Verwenden. Und da waren noch welche. Hier, 5 Stück davon. Alle 5 natürlich. Oh, wir kommen da fast dran. Aber ich glaube, es fehlt, ne? Was? Ah, ernsthaft? Guck mal, nein. Das wird nicht reichen. Ah, wir brauchen 18.000 oder so. Ja, hi. Hätte ich das nicht repariert, hätte ich es geschafft. Ah! Verdammt nochmal, Leute. Gut, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich mache mal einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann gehen wir dort weiter, wo wir eigentlich hin müssten. Bis dann.